Wir sehen, das ist eine reaktionäre Bewegung. Das heißt, also wenn die erfolgreich ist, dann haben wir einfach keine Demokratie mehr, weil wir können diese ganze Männlichkeitsdebatte nicht einfach wieder unsichtbar machen. Ja? Wir werden nie wieder in die 50er, 60er Jahre Hausfrauen-Ehe zurückkommen. Die Zeiten sind einfach vorbei. Also wenn sowas wieder durchgesetzt wird und wenn Frauenrechte zurückgeschraubt werden, dann mit diktatorischen Mitteln. Und das muss uns allen klar sein. Hörräume. Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben. Herzlich willkommen zur heutigen Episode der Hörräume. Mein Name ist Wolfgang Meyer-Ernst. Ich bin Pfarrer und Studienleiter an der Evangelischen Akademie Bad Boll. Bei der ersten öffentlichen Veranstaltung des Männer-BW-Netzwerkes Forum Männer und Väter Baden-Württemberg ging es um rechte Männlichkeit. Männer-BW ist ein Netzwerk von Verbänden, Einrichtungen, engagierten Einzelpersonen, die sich strukturell und inhaltlich mit dem Thema Männlichkeit auseinandersetzen und sich einsetzen für die Anliegen und Themen von Männern und Vätern in Baden-Württemberg. Dabei geht es Männer-BW um eine politische wie um eine gesellschaftliche Weiterentwicklung bei der Feststellung von Bedarfen von Männern und Vätern und um das Einbringen von männerbezogenen Themen in die Diskurse in Politik und Gesellschaft. Und weil das Gestalten und Organisieren von Diskursen zu aktuellen Themen zur Aufgabe der Evangelischen Akademie Bad Boll gehört, sind auch wir Teil dieses Netzwerkes Männer-BW. Eine erste große Veranstaltung des Netzwerkes Männer-BW fand am 23. Oktober 2023 im Stuttgarter Hospitalhof statt. Und dort ging es, wie schon gesagt, um die Frage rechter Männlichkeiten. Denn schon statistisch ist es erwiesen, dass Männer die übergroße Mehrheit in gewalttätigen Formen des Rechtsextremismus bilden. Gibt es da Zusammenhänge zwischen Männlichkeit, Radikalisierung und autoritärer Orientierung? Den Eröffnungsvortrag unter dem Titel Politische Männlichkeit und der autoritäre Backslash, den hielt die Journalistin und Buchautorin Dr. Susanne Kaiser. Susanne Kaiser beschäftigt sich als Journalistin seit 2014 intensiv mit der arabischen Welt und den Machtverhältnissen zwischen Männern und Frauen in der muslimischen wie in der westlichen Welt. Zu dem letztgenannten Thema veröffentlichte sie im Herbst 2020, erschien in der Edition Surkamp, ihr kluges wie leidenschaftliches Buch Politische Männlichkeit, wie Incels, Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen. Kaiser stellt darin die globalen Netzwerke frauenfeindlicher Bewegungen vor, deren rechte politische Männlichkeit sich einem gekränkten Anspruchsdenken verdanke. Für diese Männer sind die Frauen und vor allen Dingen der Feminismus an ihren Abstiegsängsten schuld. Der Feminismus habe die rechten Herrschaftsverhältnisse umgekehrt. Die wahren Unterdrücker seien längst die Frauen. Und indem sich diese Männer nun als Opfer, als eine unterdrückte Minderheit inszenieren, legitimieren sie Gewalt als Widerstand gegen diese Ideologie des Feminismus und sind schnell dabei, autoritären, männlichen, rechtsextremen Ideologien zu verfallen. Denn von denen versprechen sie sich eine Wiederherstellung der männlichen Dominanz. Diese Gruppen propagieren in rechtspopulistischen Parteien, aber auch in fundamentalistischen christlichen Gruppierungen ein traditionelles Männlichkeitsbild und, spiegelverkehrt, einher geht damit auch ein traditionelles Weiblichkeitsbild. Sie argumentieren auf biologistischer oder auf religiöser Grundlage und argumentieren auf dieser Grundlage, dass es feste Rollen und natürliche Hierarchien gäbe, in der klar geregelt sei, dass die männliche Überlegenheit natürlich oder gottgegeben sei. Und darum auch
männliche Privilegien Männern zu Recht zustehen. Schlimm, dass gerade diese Ideologie einer natürlichen Geschlechterordnung solche rechten Bewegungen bis weit hinein in die Mitte der Gesellschaft anschlussfähig macht. Wer sind die Anhänger dieser autoritären Bewegungen? Wie ticken sie? Welche ideologischen Denkmuster liegen ihnen zugrunde? Und warum sind sie besonders für junge Männer so attraktiv? Hören Sie zu diesen Fragen den Vortrag von Susanne Kaiser vom 23. Oktober 2023 im Hospitalhof, dem Evangelischen Bildungszentrum in Stuttgart. Ich fange immer mit einem aktuellen Beispiel an. Und was ich daran so ein bisschen erstaunlich finde, ist, dass es jedes Mal funktioniert. Also es gibt tatsächlich jedes Mal wieder irgendein Ereignis, was schon so ein bisschen kondensiert und auf den Punkt bringt, worüber ich dann so ein bisschen in größeren Linien quasi ohnehin sprechen wollte. Diesmal ist es die Wahl in Hessen und Bayern, wo die AfD noch viel mehr als vorher prognostiziert wurde, gewonnen hat. Und die Freien Wähler auch in Bayern. Und das ist erstaunlich, weil wir damit sehen, dass die AfD und dieser ganze Aufstieg und Durchmarsch von Rechtsextremen nicht ein ostdeutsches Problem ist, ja, sondern es ist auch ein westdeutsches Problem, es ist auch ein süddeutsches Problem. Und dass auch die viel beschworenen alten weißen Männer nicht das Problem sind, sondern junge Männer haben die AfD gewählt. Und woran liegt das eigentlich? Ja, das sind junge Männer der Generation Z. Das sind die, von denen wir sagen, die können schon automatisch gendern. Aber es sind offenbar nicht alle, ja, sondern viele davon fühlen sich auch zur AfD hingezogen. Für mich war das jetzt keine große Überraschung. Aber ich glaube, viele Medien waren doch überrascht. Und das würde ich gerne so ein bisschen erklären, woran das eigentlich liegt und was da die Hintergründe für sind. Und wir schauen jetzt gemeinsam ein bisschen darauf, welche Entwicklung ist dem eigentlich vorangegangen, wie kommt es zu diesem, ich nenne es autoritären Backlash, was ist da langfristig passiert, was ist auch global langfristig zu sehen, was können wir kurzfristig sehen, weil sich seit letztem Jahr, finde ich, da viele Entwicklungen auch sehr beschleunigt haben, was hat Rechtsein überhaupt mit Männlichkeit zu tun, was für Rollenbilder gibt es da, auch was für Angebote gibt es von rechter Seite an vor allem sehr, sehr junge Männer, 13- bis 19-jährige Männer zum Beispiel bei TikTok. Welche Gesellschaftsentwürfe, also an was dockt das eigentlich an? Welche Gesellschaftserzählungen werden da auch vermittelt? Mit was für Strategien? Auch wichtig. Und was sind die Konsequenzen eigentlich davon, gerade auch für unsere Demokratie? Und weil ich immer gebeten werde, nicht so ganz hoffnungslos zu enden, vielleicht auch, was können wir tun? Langfristig gesehen sehen wir ja seit ungefähr 20 Jahren den Aufstieg autoritärer Bewegungen in allen westlichen Demokratien. Wir sehen, dass Vielfalt und Minderheitenrechte extrem in Bedrängnis geraten, dass sie teilweise zurückgeschraubt werden oder schon zurückgeschraubt wurden. Wir haben in Italien, in Frankreich, in Schweden, Finnland, USA natürlich und inzwischen auch in Deutschland eine sehr, sehr starke rechte Bewegung, die sich immer weiter durchsetzt, die teilweise feministische Regierungen abgelöst hat, wie in Finnland, in Schweden, jetzt gerade vor nicht allzu langer Zeit. Und was da lange nicht gesehen wurde, obwohl feministische Regierungen abgelöst werden, oder sagen wir welche, die sich selber so nennen, ist, wie stark da eigentlich der Antifeminismus und auch Männlichkeit im Zentrum dieser Bewegung stehen. Das heißt, es ist eine männliche Bewegung, erstmal was das Faktische angeht. Das heißt, die besteht überwiegend aus Männern, die wird überwiegend von Männern unterstützt oder gewählt oder was auch immer. Es gibt manchmal Frauen, also jetzt mit Meloni, Giorgia Meloni haben wir natürlich eine Führungspersönlichkeit. Wir haben bei der AfD Alice Weidel, wir haben in Frankreich schon länger Marine Le Pen, die auch nicht nur eine Quotenfrau ist, sondern wirklich eine Architektin der neuen Rechten, so würde ich sie nennen. Also es gibt diese Frauen, die haben aber eine ganz bestimmte Rolle. Da können wir, wenn Sie das interessiert, auch noch ein bisschen drüber sprechen. Aber faktisch sind es männliche Bewegungen. Die Programme werden auch von Männern gemacht und das ist das eigentlich viel Wichtigere. Und wo auch jemand wie Meloni oder Weidel oder Le Pen dann nicht mehr besonders weiblich agieren. Die Programmatik ist natürlich eine männliche, also für männliche Bedürfnisse im Patriarchat gemachte Programmatik.
Das heißt, da wird eigentlich eine männliche Identitätspolitik, wenn Sie so wollen, vorangetrieben. Und das ist auch das, was letztlich verfängt. Und das sehen wir schon länger, dass genau dafür drei sehr, sehr unterschiedliche Gruppierungen zusammenkommen und eine Allianz gebildet haben. Das sind einmal Rechte, und das kann alles sein, das gesamte Spektrum, also von Rechtspopulismus, Rechtskonservatismus hin zu Rechtsextremen bis hin zu Rechtsterrorismus. Also da sehen wir wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum. Dann haben wir als zweite Gruppierung religiöse Hardliner. Auch das kann sehr unterschiedlich sein. Also in Polen, Frankreich, Italien sind es katholische Hardliner. In den USA sind das aber Evangelikale. In Deutschland ist die Evangelikale auch auf dem Vormarsch. In Deutschland spielt es noch nicht so eine große Rolle, die religiöse Hardlinerschaft. Aber wir sehen, auch da wächst oder ja, braut sich gerade so ein bisschen was zusammen. Und dann haben wir eine dritte Gruppierung, und das sind das kann man so schwer übersetzen, aber Male Supremacists. Also all die Gruppierungen, die davon ausgehen, dass Männer entweder gottgegeben oder natürlicherweise Frauen überlegen sind und daraus bestimmte Dinge, bestimmte Konsequenzen ableiten. Da haben wir auch sehr unterschiedliche Gruppierungen von den Männerrechtlern, die schon ein bisschen eine ältere Generation sind, die sich mal mit dem Feminismus zusammen gegründet haben, aber seit den 90er Jahren eine ziemliche Radikalisierung, also nicht alle, aber viele von ihnen, hingelegt haben. Und die haben eigentlich ein sehr gutes Ziel, und das ist eben auch Jungs und Männer gleichzustellen, für Gleichberechtigung zu sorgen. Aber inzwischen herrscht da eher das Narrativ vor, wir leben eigentlich in einem Matriarchat, heute werden Männer unterdrückt und Jungs auch, und das müsste sich alles ändern. Dann haben wir die Gruppe der Incels, die schon genannt wurde. Das steht für Involuntary Celibates. Das sind also Männer, die noch nie eine Freundin hatten, noch nie Sex hatten. Und auch insgesamt, muss man sagen, sehr, sehr wenige soziale Kontakte haben. Und die haben sich im Netz Incel, also I-N und C-E-L und S, genau, im Plural. Also Involuntary Celibate, unfreiwillig zölibatär oder enthaltsam. Und zu denen gehört aber, das muss man unterscheiden von den absoluten Beginnern, so würde man Männer nennen oder eigentlich generell, glaube ich, Menschen, die einfach keine PartnerInnen finden. Aber die sind nicht, also die meine ich nicht, wenn ich über Incels spreche, sondern ich meine eine Gruppierung, die eine bestimmte frauenhassende Ideologie hat. Also die sind misogyn, die sind sexistisch, die verherrlichen Gewalt gegen Frauen, geben Frauen kollektiv die Schuld daran, dass sie selbst einsam sind, und suchen nicht bei sich dafür nach den Ursachen, sondern eben, ja, das ist so, gibt so eine kollektive Bringschuld quasi. Und diese Gruppierung, also die haben auch schon mehrere Anschläge beispielsweise begangen. Also der in Toronto ist einer der bekannteren. Ich würde auch den Halle-Attentäter mit dazu zählen. Können wir auch nachher mal schauen, ob wir über den noch sprechen wollen. Der ist relativ interessant, finde ich, was das ideologische Mindset quasi angeht. Und dann gibt es noch so Gruppierungen, also es gibt ganz viele, aber ich nenne jetzt nur die wichtigsten. Pickup Artists ist auch noch eine. Das ist eine Männergruppe, die auch biologistisch denkt und argumentiert und die sich in Workshops gegenseitig Wissen, die Techniken, also alles in Anführungszeichen bitte, vermittelt, wie man Frauen ins Bett bekommt. Eigentlich für Sex manipuliert, muss man sagen. Und die sind auch relativ erfolgreich. So, das sind also sehr, sehr unterschiedliche Gruppierungen. Sie sehen schon, also auch in sich ist jede Gruppe komplett heterogen. Also Incels haben mit Pickup-Artists wirklich nur sehr, sehr wenig zu tun, mit Männerrechtlern schon gar nicht. Das ist bei den religiösen Hardlinern genauso und bei den Rechten natürlich auch. Und wenn man sich dann fragt, was bringt die jetzt aber auch noch, also alle zusammen, dann gibt es da eigentlich nur einen einzigen Punkt, und das ist der Antifeminismus. Das heißt, Frauen wieder unterordnen auf einen Platz in der gesellschaftlichen Hierarchie, der eben unter Männern liegt, zu Hause, bei den Kindern, im Ehebett, aber nicht in gesellschaftlichen und in politischen Machtpositionen. Die haben alle ein gemeinsames Feindbild, und das ist der Feminismus. Und die sehen Feminismus als gesellschaftliche Verschwörung. Das heißt, der Feminismus sei verantwortlich für bestimmte gesellschaftliche Missstände. Also im Großen und Ganzen ist es eine Verweiblichung und Verweichlichung unserer Gesellschaften, unserer westlichen Gesellschaften.
dass Männer nicht mehr wehrhaft sind, solche, das haben Sie bestimmt alles schon mal gehört, solche Diskurse. Und das kann man jetzt durchdeklinieren durch diese Gruppierungen. Letztlich geht es darum, dass Frauen Entscheidungen über sich selbst treffen können, selbstbestimmt leben können und damit männliche Ansprüche kränken. Bei den Incels zum Beispiel ist es natürlich die große Frage, oder ist es diese, ne, die Freiheit, selbst zu entscheiden, mit wem will ich zusammen sein, mit was für einem Mann will ich zusammen sein, will ich überhaupt mit Männern zusammen sein, will ich einfach mit niemandem zusammen sein, also all diese Freiheiten. Und das, da würden Incels sagen, und deshalb gehen wir leer aus, weil Frauen diese Wahlfreiheit haben und die sollten sie nicht haben. In der rechtsextremen Ideologie wäre es, weiße Frauen wollen nicht mehr mit weißen Männern zusammen sein, deshalb kommen keine weißen Kinder mehr auf die Welt, weiße Bevölkerung stirbt aus oder was auch immer. Da komme ich auch noch ein bisschen genauer zu. Und im religiösen Narrativ ist es gleich dieses ganz nihilistische, Frauen dürfen über ihre Körper bestimmen, wollen deshalb abtreiben oder Karriere machen, also über kurz oder lang, ja, gibt es immer weniger Kinder und die ganze, also die Menschheit stirbt aus. So, und letztlich ist es aber immer diese Form der Zurückweisung. Bei den Incels geht es um die Familie, bei Rechtsextremen geht es um die Nation und im religiösen Narrativ geht es gleich um die ganze Menschheit. So, und diese, das ist sozusagen, was den Kern der Allianz ausmacht. Das heißt, Rechte, Religiöse und Maskulinisten wollen die Kontrolle über Frauenkörper zurückerlangen, weil über den Frauenkörper sich so viel über dessen Regulation und über die Reproduktion einfach so viel rückgängig machen lässt, sozusagen. Ja, das heißt, politische Männlichkeit, so nenne ich das ja, ist immer auch eine Form der Biopolitik. Und darum geht es. Biopolitik, genau. Also wird über den Körper sozusagen Politik gemacht. Also dass beispielsweise in den USA das Abtreibungsrecht jetzt um 50 Jahre, ja, es war 50 Jahre alt, zurückgeschraubt wurde. Das ist so eine Form der Biopolitik. Wenn Frauen nicht abtreiben können und Kinder bekommen, dann sind sie natürlich erstmal, weil in unseren Gesellschaften es ja immer noch so ist, dass eben Frauen Kinder bekommen und Männer nicht, da sind sie erstmal gebunden einfach, was für die Karriere, fürs gesellschaftliche Engagement und so weiter ja eine Rolle spielt und einfach Teilhabe reduziert, muss man sagen. So, das heißt, der Feminismus ist etwas, was dieser patriarchalen Herrschaftsideologie, die Rechte, Religiöse und Maskulinisten vertreten und diesem Gesellschaftsentwurf, auch der damit einhergeht, total entgegensteht. Das heißt, diese Gruppierungen, die teilen ein auf einem Biologismus gegründeten Verständnis, Rollenverständnis von unserer Gesellschaft. Das ist immer binär, das heißt, es gibt Männer und es gibt Frauen und es gibt nichts dazwischen. Das ist entweder von der Biologie so gewollt oder eben von Gott so gewollt, je nach Argumentation. Männer und Frauen sind nicht nur physisch unterschiedlich, sondern sie sind vor allem auch vom Mindset her unterschiedlich. Das heißt, die haben ganz unterschiedliche Charaktere. Frauen sind, weiß ich nicht, fürsorglich, weil sie ja Kinder gebären. Männer sind stark und weinen nie, weil sie die Familie beschützen müssen, ne? Immer mit so evolutionsbiologistischen Argumentationen. Und daraus ergeben sich bestimmte gesellschaftliche Rollen und die sind hierarchisch. Und deshalb ist es quasi natürlich, dass Männer über Frauen herrschen. Und da, das ist immer ein Alpha-Männlichkeitsideal, was dem zugrunde liegt. Also was früher soldatische Männlichkeit war, ist jetzt Alpha-Männlichkeit. Das heißt, immer stark sein, niemals Schwäche zeigen, immer die Kontrolle haben. Es ist eine gewaltvolle, gewaltbereite Sozialisation. Die Entscheidungen treffen, Familienoberhaupt sein, naja und so weiter. Ich glaube, Sie wissen alle ungefähr, was mit diesem Ideal gemeint ist. Und das Praktische an dieser Argumentation ist, dass Frauen nicht von Männern unterdrückt werden, sondern sie werden von der Natur unterdrückt oder von Gott, ja, oder von beiden. Und da kann man relativ wenig gegen argumentieren. Und deshalb ist das quasi der letzte Rückzugsort, argumentativ betrachtet, für diese Gruppierungen. Und alles, was LGBTQI+ ist, ist wieder natürlich. Ja, das widerspricht nämlich diesem binären Geschlechterbild. Und deshalb gehört die Unterdrückung von Frauenrechten und das Zurückschrauben von queeren Rechten natürlich, also intrinsisch quasi zusammen, weil das dieses binäre System einfach sprengen würde. So, das heißt, unter diesen Punkten im Kurzen kommen diese drei Gruppierungen zusammen, vernetzen sich, tauschen sich aus, machen ihre Ideologien vor allem untereinander anschlussfähig. Und das heißt, Männlichkeit politisiert sich hier zu wirklich einer Form von Identitätspolitik. So, und das heißt, Recht sein und Alpha-Männlichkeit, die
kommen sozusagen in diesem Gedanken der Ungleichheit, also in diesem, dass man Ungleichheit will für eine Gesellschaft, für einen Gesellschaftsentwurf, da genau kommen die zusammen. So, und politische Männlichkeit ist eine Reaktion auf etwas, was ich jetzt versuche, so ein bisschen genauer zu erklären. Da ist nämlich die Norm, die wir so lange hatten, die hetero, cis, männlich, weiß war, nach der hat sich, ne, die dominant war, nach der hat sich jahrhundertelang, mindestens jahrzehntelang alles gerichtet und ausgerichtet. Und die ist in den letzten 20 Jahren, auch dank des Internets, mehr und mehr ja so in Frage gestellt worden oder auch abhanden gekommen, würde ich sagen. Und das liegt natürlich daran, dass Frauen einfach sehr, sehr sichtbar geworden sind, sehr erfolgreich geworden sind und in ihrem Erfolg sichtbar geworden sind, sich Räume und Rechte erkämpft haben, wie sie sie nie zuvor hatten. Das heißt, wir sind heute so gleichberechtigt wie noch nie. Das heißt nicht gleichberechtigt, aber auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne gekommen. Es gab die MeToo-Bewegung, es gibt diese Skandale wie Rammstein. Das ist zwar nicht zufriedenstellend, wie das jetzt ausgeht. Also ich schätze, er ist schon ausgegangen, diese ganze Thematik. Es gab keine Verhaftungen, keine Prozesse und so weiter, aber wir reden darüber. Und das ist ein sehr, sehr großer Fortschritt. Das heißt, wir sind auch eine sichtbar vielfältigere Gesellschaft geworden. Auch andere politische Minderheiten konnten sich einfach diese Rechte und Räume erkämpfen. Und das führt dazu, dass diese dominante männliche Rolle mehr und mehr verloren geht. Ja, da hängen Macht dran, Status dran und auch Bedeutung dran. Wir sprechen über toxische Männlichkeit, wir problematisieren Männlichkeit. Das heißt, Männlichkeit ist sehr, sehr sichtbar geworden, in einer problematischen Konstellation sichtbar geworden. Und dieser Wandel des Männlichkeitsideals, der wird von sehr, sehr vielen als eine Form von gesellschaftlichem Kontrollverlust wahrgenommen. Und das liegt daran, das ist ein bisschen schwer zu verstehen, dass diese Alpha-Männlichkeit, die ist mit Kontrolle verbunden. Und da wird quasi die persönliche Kontrolle über die Männlichkeit als auch gesellschaftliche oder strukturelle Männlichkeit begriffen, ja, im Patriarchat. Und wenn sich das wandelt, dann ist es ein gesellschaftlicher Kontrollverlust, der auch ein persönlicher Kontrollverlust ist und umgekehrt. So, das ist wichtig. Das heißt, wir sehen, dass die Norm, die wir so lange einfach implizit, ne, das ist was Unsichtbares im Kopf hatten, die erodiert. Und da ist ein Vakuum entstanden. Und dieses Vakuum wird mit Gewalt gefüllt. Und ich würde aber die Frage stellen, also wir sehen noch nichts Neues, wir sehen keine neue Norm. Und ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, was wird jetzt die neue Norm, weil das Problem ist ja, oder eigentlich ist es kein Problem, aber in dieser Konstellation, dass Vielfalt da quasi an die Stelle getreten ist. Und Vielfalt kann per Definition keine Norm sein. Ja, das ist eben nicht mehr normativ sozusagen. Und vielleicht stehen wir, und das wäre so eine Frage, die ich auch gerne ins Plenum weitergebe, haben wir da überhaupt eine Alternative zu? Also stehen wir vielleicht vor einer gesellschaftspolitischen Transformation, die weit über das hinausgeht, was wir gerade noch zu denken vermögen? Ja, wie sieht eine Gesellschaft aus, wo es keine Normen mehr gibt? So. Das heißt, wir sehen einen Reflex, und der ist verunsicherte Männlichkeit in Zeiten von einer sehr, sehr starken Identitätspolitik. Das merken wir ja in allen Bereichen, dass das einfach wichtig geworden ist. Und aus diesem Reflex heraus haben wir eben solche auch politischen Slogans wie Take Back Control. Es ist ja kein Zufall, ja, dass es jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren aufgekommen ist, wo es um eine gesellschaftspolitische Forderung geht, die aber natürlich ja an auch ein Männlichkeitskonzept geknüpft ist. Oder MAGA, ja, Make America Great Again. Oder, wie die identitäre Bewegung sagen würde, MEGA, Make Europe Great Again. Ja, das sind dann sozusagen die politischen, populistischen Forderungen, die damit zusammenhängen. Und da geht es immer darum, das Patriarchat zu restaurieren, wieder klare Rollen zu haben, Orientierung zu haben, die ist nämlich verloren gegangen, und Macht und Privilegien wieder ans Geschlecht zu knüpfen. Und dahinter steht natürlich auch der ganz persönliche Wunsch nach Aufwertung, weil dieser Sinn, diese Bedeutung als Mann in unserer Gesellschaft einfach verloren zu gehen droht zumindest oder vielleicht auch schon verloren gegangen ist. Wenn wir uns fragen, warum kann es jetzt überhaupt erfolgreich sein? Wir sind doch eine progressive Gesellschaft, es geht doch eigentlich immer voran. Wo kommt jetzt dieser Backlash, auch noch ein autoritärer Backlash, reaktionär, wo kommt der eigentlich her?
dann wäre meine Antwort darauf, wir sehen einfach eine ziemlich tiefe Kluft gerade zwischen der diskursiven Überwindung des Patriarchats und aber dem faktischen Fortbestehen. Und das genau ist quasi der Ansatzpunkt für diese Gruppierungen. Das heißt, wir sprechen über unsere Gesellschaft, als wären wir eigentlich selbst längst gleichberechtigt. Ja, das ist für uns völlig selbstverständlich. Das würde niemand in der Politik würde das noch in Zweifel ziehen und damit eine ernsthafte Debatte auslösen können. Es gibt gendergerechte Sprache, völlig selbstverständlich an Unis, in Institutionen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und so weiter. Ne, benutzt das relativ selbstverständlich. Und das fühlt sich so an, als wären wir eigentlich schon viel weiter. Aber wenn wir uns faktisch anschauen, wie gleichberechtigt wir sind, dann ist es ja trotzdem immer noch so, ne, dass in den wichtigsten wirtschaftlichen Posten eigentlich so gut wie keine Frauen zu finden sind. Und auch in der Politik Frauen einfach immer noch unterrepräsentiert sind. Und wir in so vielen Bereichen einfach sehen, ne, Altersarmut, Gender Pay Gap, Gesundheit und so weiter, braucht man alles gar nicht, also es sind viel zu viele Bereiche, um das alles aufzuzählen, sind einfach immer noch männlich dominiert. Und da gibt es die männliche Norm auch tatsächlich immer noch. Crash-Test-Dummies, ja, männliche Normmaße. Niemand von uns hier passt wahrscheinlich auf diese Crash-Test-Dummies, aber trotzdem sterben Frauen halt viel, viel häufiger bei Verkehrsunfällen als Männer, weil sie eben noch viel stärker davon abweichen. So, und das genau ist der Nährboden für die reaktionäre und für die autoritäre Bewegung. Das heißt, wir haben eine ziemliche, auch eine schwer zu verstehende Ungleichzeitigkeit von Gleichberechtigung, weil wir in manchen Bereichen einfach sehr, sehr weit sind und in manchen anderen Bereichen sind wir es nicht. Und ich möchte jetzt mal ganz konkret, nämlich an Jungs, quasi an der Sozialisation von Jungs und an den gesellschaftlichen Erwartungen an sie zeigen, was das eigentlich bedeutet. Das heißt, Jungs wachsen heute mit extrem ambivalenten Erwartungen, gesellschaftlichen Erwartungen an sie auf. Da, einerseits lernen sie ganz früh, du musst Grenzen einhalten, du musst ein Nein akzeptieren. Nein heißt Nein, Ja heißt Ja. Rosa ist auch für Jungs eine ganz tolle Farbe und Glitzereinhörner kannst du super tragen, auch noch als erwachsene Person oder in der Pubertät oder wie auch immer. Du kannst Balletttänzer werden, dir steht genauso wie Mädchen und Frauen alles offen. Das ist die eine Seite. Und dazu gibt es noch, ne, die Diskurse über toxische Männlichkeit, ist problematisch und so weiter. Aber wenn wir uns dann angucken, wie unsere Kultur funktioniert, dann stimmt das ja überhaupt nicht. Ja, die Vorbilder, die Jungs heute haben, das sind ja immer noch so toxische Männlichkeitsideale, ja, Alpha-Ideale. Ronaldo als Fußballer oder Jerome Boateng, ja, die haben beide, es gibt beide, gegen beide Klagen, entweder von häuslicher Gewalt oder Vergewaltigung oder was auch immer. Ne? Die sind auch vom Auftreten her extrem alpha-männlich. Marvel Superheroes sind jetzt auch nicht bekannt dafür, dass sie ihre Probleme mit Reden lösen, sondern natürlich mit Muskeln. Im Netz sehen wir genau, ja, auch solche Männlichkeitstypen. Also die Top-Influencer, das sind immer so eine Bodybuilder-Typen. Ja? Da geht es um Muskeln und irgendwie Stärke, Kontrolle, solche Dinge. Das heißt, die Erwartungen, die an Jungs gestellt werden, das ist trotzdem noch eine neoliberale, kapitalistische Erwartung. Ja, unsere Gesellschaft sagt ihnen, du musst ein Macher sein in unserer Gesellschaft. Ja, du musst Grenzen einreißen, geh über deine Grenzen, geh über die Grenzen von anderen, nimm dir die Dinge. Weil sonst hast du nämlich keinen Erfolg. Und Erfolg heißt bei uns Geld und schöne Frauen. Also jedenfalls für Männer heißt es das. So, und ja, jetzt steht da so ein Kind mit 13 noch gerade in der Pubertät vor diesen total ambivalenten Erwartungen, weil wie identifiziere ich mich, spielt eine große Rolle in der Pubertät sowieso, aber eben auch, weil wir in diesem identitätspolitischen Diskurs so tief drinstecken. Ja, wie sieht denn da Männlichkeit aus? Ist total verunsichert, ja, auch orientierungslos. Auch das Netz bietet ja keine Orientierung, sondern nur unglaublich viele Entwürfe von irgendwas und da muss man sich irgendwie durchfuchsen. So, und jetzt kommt jemand wie Andrew Tate, ich weiß nicht, ob der Ihnen was sagt, misogyner Online-Guru, extrem gewaltverherrlichende Videos, Sprüche, ist total misogyn, ist in Rumänien angeklagt wegen Menschenhandels, Vergewaltigung, solche Sachen. Und der sagt wirklich so Dinge wie, wenn deine Frau dir irgendwie blöd kommt oder deine Frauen, dann schlag ihr ins Gesicht, ja, dann ist sie wieder ruhig und solche. Oder zwingen sie zum Sex oder sowas. Und Andrew Tate war eine der meist gegoogelten Personen letztes Jahr. Ganz vorne war nur Johnny Depp. Und der bietet
Also der ist vor allem bei ganz, ganz jungen Männern, der ist von sämtlichen Plattformen, hat da lange sein Unwesen treiben dürfen, ist dann gebannt worden von vielen Plattformen, ist aber inzwischen auf den meisten einfach zurück. Also bei Twitter sowieso, aber er ist auch ein großes TikTok-Phänomen. Und bei TikTok sind die Jungs 13 bis 19, die da seine Anhänger sind. Tate ist milliardenfach geklickt, milliardenfach. Also das heißt jetzt nicht, dass Milliarden Menschen dem auch folgen. Ja, manche werden da öfter geklickt haben, aber trotzdem, das ist natürlich eine unglaubliche Reichweite, die der erzielt hat. Und sein Erfolgsmodell ist genau das, ja. Er bietet Jungs Orientierung. Er sagt ihnen, hier, Alpha-Männlichkeit, ja, dann machst du hier 10 Schritte oder es gibt 10 Regeln, ja, sei so, mach dies, mach das, so ungefähr, total vereinfacht. Und dann kriegst du genau das, ja, du wirst reich und die schönsten Frauen laufen dir hinterher. Und das ist das, was du schließlich in unserer Gesellschaft vorweisen musst. Und das heißt, das ist attraktiv, ja? Das ist klar, das bietet Orientierung, klare Regeln und es ist auch noch privilegiert. Ja? Das ist eine privilegierte Form der Männlichkeit. Und deshalb funktioniert das. Und das ist eine ganz kurzfristige Entwicklung, die wir jetzt eben erst seit ungefähr 2 Jahren sehen. Nicht nur Tate, auch eben Johnny Depp beispielsweise. Der war vorher gar nicht, also den kannte man natürlich, aber der ist erst ein richtig bekannter und hochwertiger, also von der Gage her, Schauspieler, seit diesem Prozess gegen Amber Heard, wo es um häusliche Gewalt ging und wo es um extreme Misogynie ging. Ich habe ihn jetzt gerade gesehen, der hat jetzt eine Parfumwerbung, Sauvage, wild heißt das. Ja? Also genau mit dieser Alpha-Männlichkeit wird da jetzt geworben. So, das heißt, was wir sehen, und darauf will ich eigentlich hinaus, ist, dass diese extreme Misogynie, die wir vorher vor allem aus der Manosphäre kannten, da gehe ich gleich drauf ein, was das eigentlich ist, die ist in den Mainstream geraten. Die finden wir auf sozialen Medien, mit denen sind vor allem Jungs jeden Tag konfrontiert, wenn sie ja irgendwie auf TikTok unterwegs sind oder bei Instagram oder wo auch immer. So, und was wir da sehen, ist, dass die Mitte radikalisiert wird, ja, die Breite der Gesellschaft. Da sehen wir jetzt Radikalisierung. Und da spielt natürlich das Internet eine extrem große Rolle, denn das ist heute einfach der Ort, wo Gesellschaftsentwürfe und gesellschaftliche Erzählungen verhandelt werden und auch geprägt werden. So, und da sehen wir einmal, dass Gewalt extrem normalisiert wird und dass es eine ganz bestimmte Form der Radikalisierung gibt, die da stattfindet. Da gehe ich gleich drauf ein. Wir sehen zum Beispiel einen großen Sektor der Pornografie. Und das ist etwas, womit, also die allermeisten Inhalte, pornografischen Inhalte im Netz, da geht es nicht um einvernehmlichen Sex, also ich meine jetzt keine feministischen Pornos, sondern ich meine die schon Kinder ab 10 ungefähr einfach zugespült bekommen. Da gibt es auch Studien zu, die zeigen, dass da um Unterwerfung geht, um Demütigung und eher um, um sehr misogynes, sexistisches Frauenbild. Eine Seite wie Pornhub zum Beispiel, das ist die 10 größte der ganzen Welt und das ist wirklich bei weitem nicht die einzige. Da gibt es so eine New York Times Recherche, ich glaube sowas wie, ich kann jetzt keine Zahl, aber eine erschreckend hohe Zahl, also über die Hälfte oder so, sind also strafrechtlich relevante Inhalte, das heißt Vergewaltigungen oder so, die aufgenommen wurden und da halt einfach landen, hochgeladen werden, die Frauen wissen nicht, dass sie da zu sehen sind. Oder Mädchen, ja, viele Minderjährige dabei. Und das ist sowas, das jeden Tag zu sehen und damit konfrontiert zu sein, und das ist ja nur ein Teil der Gewalt, die wir im Netz sehen. Ja, ich will jetzt von Hate Speech und irgendwelchen Vergewaltigungswünschen an Politikerinnen ja ganz zu schweigen. Also da findet eine unglaubliche Normalisierung von Gewalt statt. Dann haben wir gleichzeitig eine extreme Diskursverschiebung von rechts mit bestimmten Strategien, wo es vor allem um Verschwörungsideologien geht. Und da ist eine ganz besonders wichtig und das ist der große Austausch. Da komme ich auch, also erzähle ich auch gleich, was es damit auf sich hat. Es gibt so welche, die so ein bisschen weniger oder ein bisschen harmloser sind, aber auch nicht harmlos, das ist das vom Matriarchat. Also wir leben längst im Matriarchat und eigentlich sind Männer heute die Unterdrückten. Auch das machen Rechte für sich fruchtbar. Und da sehen wir etwas, das ist wirklich eine Täter-Opfer-Umkehr. Und das ist der Grund, also eine Form der strategischen Minderheit quasi, das ist der Grund, warum es auch so total privilegierte Persönlichkeiten wie Tate oder Trump oder so, ja, das sind Milliardäre, die sind männlich, also zumindest Trump ist weiß,
Und trotzdem schaffen die das, sich als Underdog, ja, als Widerstandskämpfer gegen die Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft zu inszenieren. So, und das liegt genau daran, dass ständig so eine Täter-Opfer-Umkehr betrieben wird. So, da sage ich auch gleich nochmal was zu. Und was wir schon seit längerem sehen, ist, dass eben in der Manosphäre, also in der Manosphere, das ist ein, oder nicht ein Ort im Internet, das ist zu materialistisch gedacht, aber das sind sozusagen Foren und Imageboards, die exklusiv für Männer und für männliche Themen auch da sind. Und das war ganz lange das Tonangebende, sozusagen, wenn es um Radikalisierung ging. Inzwischen ist es mehr in den Mainstream gekippt und deshalb spielt es gar nicht mehr die größte Rolle, würde ich sagen jedenfalls. Aber es sind Foren und Imageboards, die sind thematisch organisiert. Da treffen sich Gleichgesinnte, die da zusammenkommen. Das sind zum Beispiel Subreddits, ja, bei Reddit die Unterforen. Oder 4&8chan, das waren ganz lange so, also da hat sich zum Beispiel auch der Halle-Attentäter radikalisiert. Oder Incel-CO war auch relativ lange da ganz vorne mit dabei. Und wir sehen, dass Gleichgesinnte zusammenkommen, bestimmte sexistische Stereotype und Überlegenheitsfantasien miteinander teilen. Es geht immer um irgendwie die biologistisch begründete Minderwertigkeit von Frauen in der einen oder anderen Weise. Und Gewalt wird verherrlicht. Und das ist wie so ein Durchlauferhitzer, muss man sich das vorstellen. Das hat halt schon zu Anschlägen auch in der materiellen Welt geführt. Das heißt, wir sehen immer wieder so ein Überschwappen auch ins Materielle oder ins Analoge oder wie auch immer man das nennen mag. Und ich will kurz erklären, was für eine Form der Radikalisierungsspirale da eigentlich in Gang kommt in solchen Foren. Weil wir haben diese toxische Mischung aus Gleichgesinnten und einem thematischen Forum. Das heißt, jemand, der schon ohnehin, ja, nehmen wir einen Jungen, der jetzt gerade in die Pubertät kommt, kann vielleicht nicht so viel mit Mädchen anfangen oder hat schon so gewisse sexistische, misogyne Stereotype im Kopf, geht deshalb in ein solches Forum, trifft dort Gleichgesinnte, die genauso denken. Da ist natürlich kein Korrektiv. Ja, das ist anders als im Sportverein oder später in der Kneipe. Da gibt es immer irgendeine Person, die noch gegenreden könnte. Aber in diesen Foren ist es nicht, ja, das ist nicht vorgesehen, sozusagen. Und die tauschen sich da aus, vernetzen sich. Es ist auch ein Rekrutierungspool, gerade für Rechtsextreme, und kommunizieren. Die kommunizieren über Chiffren und Memes. Das heißt, über so Bildchen zum Beispiel, wo sehr, sehr viel schon so quasi gepresst an Ideologie, die rote Pille wäre sowas. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Nein, okay, Red Pill und Red Pilling. Die rote Pille ist aus Matrix, diesem eigentlich inzwischen uralten Kinofilm, und steht für, also es gibt die rote und die blaue Pille, und Neo, der Protagonist, steht irgendwann vor der Situation, dass er in seiner Illusion von Welt mit der blauen Pille weiterleben kann, oder rote Pille, er wacht auf und sieht die Welt, wie sie wirklich ist. Und das ist natürlich ein tolles Meme für, ja, der Feminismus hat unsere Gesellschaft verweichlicht und verweiblicht und wach auf. Ja, schau, wie wir sind nicht mehr wehrhaft, wie es hier wirklich aussieht. Oder für Rechtsextreme, ja. Immer mehr, weiß ich nicht, in Deutschland wären es wahrscheinlich MuslimInnen, in den USA MexikanerInnen oder was auch immer, kommen hierher und wollen uns eigentlich austauschen. So, komme ich auch gleich nochmal drauf. Und diese rote Pille oder QuerdenkerInnen, ja, da gab es das auch, ja, wach auf, unsere Regierung will uns eigentlich mit diesem Virus, was es eigentlich nicht gibt und so weiter. Ja. Das heißt, diese rote Pille ist eigentlich heute einfach ein Symbol für Radikalisierung so, und Gesellschaftsverschwörung. Und darüber kommunizieren die und bilden immer neue von diesen Memes und von diesen Chiffren auch. Das heißt, die sind da in einer In-Group, die haben da eine In-Group gefunden und das für die Persönlichkeit von so einem jungen Menschen bedeutet das, der hat da seine Gleichgesinnten, der hat da seine Peer Group, hat eh schon wenig soziale Kompetenzen vorher gehabt, deshalb ist er ja in so einem Forum und die werden jetzt natürlich nicht besser dadurch, ja. Und gerade durch diese misogynen Einstellung und diesen Sexismus, wenn so jemand dann versucht, ein Mädchen oder eine Frau anzusprechen, da haben wir auch ganz viele Berichte von Incels zum Beispiel, die noch was aufgeschrieben haben, bevor sie ein Attentat begangen haben, dann klappt das nicht. Die haben auch keine Freunde, also Freundinnenkreis in ihrer Schule oder wo auch immer. Das heißt, die sind total einsam, was natürlich wieder zu einem Rückzug mehr in diese Netze führt. Ja? Also es ist wirklich ein Teufelskreis. Das heißt, die sozialen Kompetenzen in der materiellen Welt, die sind irgendwann komplett verschwunden. Die formen dann diese Ideologien, die sich immer weiterentwickeln, wo man die komischsten Dinge, also ein Beispiel, um Ihnen zu veranschaulichen, wie komisch das eigentlich ist. Incels glauben, dass Frauen eigentlich so eine Art Femoids sind, ja, Female Androids.
also so eine Art Roboter, die, ich weiß nicht warum, in der Welt sind, aber um ihnen irgendwie zu schaden. Also sowas zum Beispiel, und das ist da so eine gängige Theorie. Also es ist wirklich ziemlich absurd. Und dazu kommt jetzt aber noch etwas anderes, und hier sehen wir auch, hier kommt der Mainstream quasi ins Spiel, nämlich so eine Forenlogik. Das heißt, es geht immer um eine Aufmerksamkeitsökonomie. Deshalb müssen die Posts in solchen Foren, wo Gleichgesinnte in thematischen Foren sind, immer radikaler werden, weil sonst erzielen die einfach keine Aufmerksamkeit mehr. Und das ist etwas, was wir ja auch beim YouTube-Algorithmus schon länger wissen. Ja, die Inhalte, die ich mir anschaue, die müssen immer radikaler werden, immer extremer, damit ich dabei bleibe, ja? dass das Forum die Aufmerksamkeit halten kann. Und das ist einfach ein Geschäftsmodell. Und das ist auch das Geschäftsmodell von TikTok und von Instagram und so weiter. Und deshalb haben die natürlich kein Interesse daran, ja, diese totalen extremen Andrew Tate-Posts zum Beispiel zu löschen, wo einfach Milliarden Menschen draufklicken. So, weil das in dieses Geschäftsmodell und in diese Forenlogik einfach gehört. Auf diese Form von Radikalisierung, die erstmal nichts mit Rechtsextremismus zu tun hat, sondern eine Male Supremacy-Radikalisierung ist, kommt jetzt aber diese Diskursverschiebung, die ich meinte. Und da geht es vor allem um diese Theorie vom großen Austausch. Und da sehen wir auch, wie das von den Rändern, von den Extremen, das, was früher Darknet genannt wurde, ich glaube, inzwischen braucht man den Begriff eigentlich nicht mehr, immer weiter in die Mitte vordringt. Und da ist ein Narrativ, eine Verschwörungsideologie ganz vorne mit dabei, und das ist eben die vom großen Austausch. Ja? Das ist im Kurzen einfach, weiße Frauen wollen keine Kinder mehr mit weißen Männern bekommen, deshalb stirbt die weiße Gesellschaft aus, und MuslimInnen, zum Beispiel syrische Bürgerkriegsflüchtlinge, kommen hierher, bringen ihre Religion mit oder was auch immer sie mitbringen und tauschen uns hier aus. Und das kann man auch noch antisemitisch wenden, und das wird auch ganz oft getan. Und dahinter steckt entweder das Finanzkapital, dann hat man so eine, ja, oder die Globalisten, das ist auch so eine, ne, da hat man so eine Chiffre, die steht aber eigentlich für Weltjudentum. Das Weltjudentum hat quasi den Feminismus entweder instrumentalisiert oder gleich ganz erfunden, um genau dieses Ziel quasi herbeizuführen, diesen großen Austausch. So, und das kann man in ganz vielen kleinen Punkten, in ganz vielen kleinen Kommentaren finden wir genau diese Verknüpfung von, und das macht eben auch die AfD ziemlich gut, von Feminismus und Migration, ja, oder Antifeminismus und Rassismus. Das wird da aneinander geknüpft, und das verfängt leider und funktioniert ziemlich gut. Das ist vor allem ein Netzphänomen. Ich meine, diese Theorie ist natürlich uralt. Ja, Umvolkung, also war schon in der Nazizeit ein wichtiges Thema. Aber dass das so aufkommt und in diesen Nuancen, wie wir es heute haben, so verbreitet ist und auch wirklich, wirklich im Mainstream zu finden ist, das hat mit dem Netz zu tun. Und was daran funktioniert und was vor allem auch für Männer funktioniert, das ist, dass ein persönliches Scheitern quasi umgebildet wird in eine Form von Selbstermächtigung. Also ein persönliches Scheitern mit einem Rollenverlust, mit einem wahrgenommenen Status- und Machtverlust von Männern grundsätzlich in der Gesellschaft zu einem gesellschaftlichen Kontrollverlust wird. Dadurch, dass in der Verschwörungserzählung, ne, sei so eine allmächtige Verschwörung quasi die Regierung korrumpiert, das ist ja was, wo man machtlos ist als Einzelner gegen. Und dass man dieses persönliche Scheitern quasi in so einen gesellschaftlichen Kontrollverlust ummünzen kann und sich dann als Widerstandskämpfer verstehen kann, der dagegen kämpfen muss. Eine Art von Freiheitskämpfer sozusagen. Und das ist etwas, was eine einzelne Person unglaublich wieder mit Bedeutung aufladen kann. Und das ist genau das, was zum Beispiel der Halle-Attentäter gemacht hat. Der war sowohl Incel als auch rechtsextrem. Das mit dem Incel weiß man nicht so sehr. Aber das ist, den muss man sich so vorstellen. Der hat mit 28, da hat er den Anschlag begangen, oder 27, saß der noch zu Hause bei seiner Mutti im Kinderzimmer. Es war auch noch ein Kinderzimmer. Hat den ganzen Tag im Netz verbracht, da gezockt oder war in irgendwelchen Foren unterwegs. Hat sich da radikalisiert. Der hat studiert, hat es abgebrochen, ist bei der Bundeswehr rausgeflogen. Also der ist ziemlich gescheitert. Der hatte überhaupt kein soziales Umfeld. Alle seine ganze Peer Group war im Netz. So, und der konnte jetzt mit genau diesem Verschwörungsnarrativ sich selbst ermächtigen. Ja, und ist genau damit losgezogen,
um gegen das Weltjudentum anzukämpfen und hat sich damit einfach Sinn gegeben. Und wenn man den, ich habe den vor Gericht gesehen, weil ich in diesem Prozess dabei war, das ist ein ganz kleiner, schmächtiger Mann mit einer ganz hohen Stimme. Und der hatte eine ganz breite Lederjacke an. Also dieser Wunsch nach, irgendwie nach Größe und nach Repräsentanz, der war sofort sichtbar. So, vielleicht nur so ganz kurz. Und dieses, das lässt sich natürlich super auch von politischer Seite instrumentalisieren, ja, dieses Gefühl des männlichen Kontrollverlusts. Und das ist etwas, was Höcke zum Beispiel 2015, also von der AfD, ne, Björn Höcke, gemacht hat. Also als er gesagt hat, ne, weil wir eine Kanzlerin haben und unsere Gesellschaft so verweichlicht ist, sind Männer nicht mehr wehrhaft. Wir brauchen jetzt aber wehrhafte Männer, um gegen die muslimischen einfallenden Horden oder wie er es da geframed hat, zu kämpfen. Ja, das heißt, er hat aus dieser geflüchteten Krise eine männliche Krise gemacht und gesagt, unsere Frauen und unsere Kinder sind bedroht. Ja, wo man auch wieder diesen männlichen Anspruch, diesen Besitzanspruch auf Frauenkörper natürlich sehen kann. Ne? So, und auch da ist eben der persönliche an den gesellschaftspolitischen Bereich einfach geknüpft und es ist aneinander gebunden. Und dann gibt es noch bestimmte Strategien des rechten Cyberwars, so wird es genannt. Das heißt, wir sehen, dass Gewalt normalisiert wird, auch eine gewaltvolle Sprache, ganz gezielt, ja, im Netz, auf allen Foren eigentlich, dass zum Beispiel radikales Mobbing, Hate Speech, Trollen von erfolgreichen Frauen total System hat. Da gibt es, also gerade auch in sexualisierter Form, Vergewaltigungswünsche oder sowas oder Drohungen, da gibt es ein Handbuch des Hasses zum Beispiel, wo genau aufgeführt ist, wie man das machen muss. Und das soll natürlich dazu führen, dass Frauen aus dem Netz einfach verdrängt werden. Also wenn sie jedenfalls politische Aktivistinnen sind, Journalistinnen oder ja, Rechtsanwältinnen, die Betroffene vom NSU-Terror oder so weiter vertreten. Wer bleiben darf, sind natürlich Beauty-Influencerinnen. Ja? Die haben nie das Problem, dass sie Hate Speech oder sowas abbekommen würden. Und das hat natürlich Gründe, warum das so ist. Und wir sehen, dass die AfD zum Beispiel oder das Umfeld der AfD und der identitären Bewegung, die haben Bots, die schon früh morgens, also um 3 oder so, anfangen, bestimmte Dinge zu posten. Also Bots sind diese, das ist so maschinisiertes Massenposting quasi und damit schon ganz früh Themen setzen. Deshalb ist sowas wie gendergerechte Sprache, das wird ja nie von FeministInnen auf die Agenda gebracht, ja, sondern das sind immer diese AfD-Bots, die dann wieder einmal die Woche oder so gendergerechte Sprache bei Twitter zum Beispiel trenden lassen. So, und die besetzen oder geben bestimmte Themen vor. Und da haben wir eben sowas wie Migration, gendergerechte Sprache, aber auch Frühsexualisierung von Kindern zum Beispiel. Ja? Also alles, was mit Queerness zu tun hat oder mit ein bisschen progressiveren Rahmenplänen für Schule oder so, ist dann immer gleich Frühsexualisierung. Oder die ganze TERF-Debatte, ja, wo es um Transfrauen vor allem geht oder generell Transmenschen. Auch das ist etwas, was regelmäßig von rechten Bots als gefährlich dann inszeniert wird. Das heißt, diese Kulturkampfthemen, die eigentlich nicht so relevant sind für unsere Gesellschaft, weil es eher um Mieten vielleicht gehen sollte, Altersarmut, solche Dinge, die werden immer wieder nach vorne gepusht. Und dabei sehen wir auch eine Strategie der politischen Mimikrie. Das ist auch etwas, was Marine Le Pen ganz toll schon seit 20 Jahren vormacht, das so eigentlich entdämonisiert wird. Das heißt, auch die ganzen Rechtsextremen der identitären Bewegung zum Beispiel, die haben ihre Springerstiefel gegen Sneakers eingetauscht, mal so platt gesagt, ja, haben irgendwie viel mehr, also so eine viel krassere Bürgerlichkeit, die sie inszenieren. Und das ist auch etwas, also diese Mimikrie quasi, das ist etwas, was sehr, sehr gut funktioniert und das auch harmloser erscheinen lässt. Und dazu gehören eben auch die Frauen, dass man sieht, das ist eigentlich eine weltoffene Gemeinschaft sozusagen. Und auch da sehen wir diese Täter-Opfer-Umkehr. Ne? Also wir sind die neuen Juden zum Beispiel. Das ist ja auch so was ganz Typisches aus der rechten Szene. Ja, oder wirklich den Judenstern sich ankleben, solche Dinge. Oder jetzt gerade mit Weidel und Chrupalla, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber Weidel musste in ein Safehouse gebracht werden und dann kam raus, sie war auf Mallorca. Chrupalla wurde offenbar angegriffen bei einem Wahlkampfauftritt. Weiß ich nicht, was dran ist, aber also Polizei konnte da auch erstmal nichts feststellen. Und da wurde wirklich breit gepostet, also Hass und Hetze von linker Seite treffen uns jetzt schon, ne, in Form von Anschlägen. Und das ist ja wirklich eine genaue Umkehr eigentlich der Tatsachen. Es ist ein Angriff auf die Demokratie. Es geht nicht nur um Feminismus, also nur, und irgendwie Gender-Themen oder so, sondern es geht um viel, viel mehr. Und wir sehen, das ist eine reaktionäre Bewegung. Das heißt, es wird
Also wenn die erfolgreich ist, dann haben wir einfach keine Demokratie mehr, weil wir können diese ganze Männlichkeitsdebatte nicht einfach wieder unsichtbar machen. Ja? Wir werden nie wieder in die 50er, 60er Jahre Hausfrauen-Ehe zurückkommen. Die Zeiten sind einfach vorbei. Also wenn sowas wieder durchgesetzt wird und wenn Frauenrechte zurückgeschraubt werden, dann mit diktatorischen Mitteln. Und das muss uns allen klar sein. Und diese digitale Misogynie und diese ganze Sexualisierung, Reduzierung von Frauen auf ihren Körper und Bedrohung, die führt dazu, dass Frauen im Netz ihre Meinung nicht mehr sagen wollen. Schon vor ein paar Jahren kam eine Studie raus, jede zweite. Inzwischen dürfte es mehr sein. Und wenn Frauen so in der Defensive, so im Rückzug sind, was so politische Meinungsäußerungen und so weiter angeht, dann haben wir weniger Gegenrede gegen rechts, was wir sehen, was wir messen können. Und wir haben einfach dramatische Konsequenzen für unsere Demokratie und Gesellschaft, weil Frauen nicht mehr teilhaben. Und Teilhabe heißt heute auch im Netz einfach. Ja? Das ist eine große Öffentlichkeit, in der einfach viel Wichtiges verhandelt wird. So, und diese ganze Normalisierung von Gewalt und Diskursverschiebung von rechts, da wird ja nicht nur die Grenze des Sagbaren verschoben, sondern auch des Denkbaren und des Machbaren. So, und dieser Biologismus, das kommt so vermeintlich harmlos rüber, aber letztlich wird da Ungleichheit naturalisiert. Und auch das muss uns klar sein. Ja, das gilt für queere Personen. Das ist dann nämlich einfach wieder natürlich. Und es gilt aber natürlich auch für alle Personen mit irgendwelchen Biografien. Also auch Rassismus wird da naturalisiert. Und das heißt, wir haben eine Ungleichwertigkeit von Menschen. Auch das muss uns klar sein. Und natürlich in der Politik, ne? Der Erfolg in der Politik. Wir sehen die AfD auf dem Vormarsch. Wir sehen den Rollback von Frauenrechten. Die AfD hat jetzt übrigens auch Abtreibungsverbot auf der Agenda. Und wir sehen, wie in der EU einfach dieser Rechtsruck stattfindet. So, und jetzt vielleicht ganz kurz noch, was können wir tun? Oder vielleicht tragen wir das auch gemeinsam dann zusammen. Das, was wir erleben, das nenne ich in meinem neuen Buch das feministische Paradox. Das heißt, einerseits haben wir mehr Gleichberechtigung als jemals zuvor. Andererseits führt aber genau das dazu, dass wir auch mehr Gewalt gegen Frauen, also vor allem auch im häuslichen Bereich zum Beispiel, sehen und dass eben Rechte beschnitten werden. Also genau das bringt das hervor. Und aus diesem Paradox müssen wir ja irgendwie rauskommen. Und weil die Kluft zwischen diskursiver Überwindung und faktischem Fortbestehen des Patriarchats dafür verantwortlich ist, wäre natürlich der allererste Schritt dahin, dass wir das Patriarchat auch strukturell beenden müssen. Und das auch ein Ziel ist. Und dafür braucht die Gesellschaft aber auch Männer natürlich, ja. Und nicht nur als, das heißt dann immer Verbündete. Aber wieso eigentlich Verbündete? Sie sind genauso betroffen, ja. Sie sind von Gewalt genauso betroffen und auch von allen anderen Dingen. Also ich glaube, kein Junge hat Bock, in so einem Korsett aus Alpha-Männlichkeitsidealen irgendwie aufzuwachsen. Das ist ja auch keine Freiheit und Selbstbestimmung und sowas alles. Dann brauchen wir repressive Maßnahmen. Das ist auch etwas, was wir leider viel zu wenig sehen. Also das Netz ist ein rechtsfreier Raum, fast. Und diese ganze Gewalt, auch Fake News und sowas, da müssen natürlich Sicherheitsbehörden, so wie sie es auch auf der Straße oder sonst irgendwo sind, anwesend sein, ja? Und das ahnden. So, das kann nicht sein, dass es einfach rechtsfreie Räume gibt. Oder dass sich, weiß ich nicht, große Medienhäuser eine ganze Schar von Community-ManagerInnen leisten müssen, um das wieder aufzufangen. So, sondern natürlich müssen Plattformen verpflichtet werden, da dann halt weniger zu verdienen, aber das selber einzuschränken. So. Und präventiv. Wir brauchen ganz dringend Aufklärung in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen. In der Kita, Schule, Unternehmen. Wir brauchen zivilgesellschaftliche Organisationen, wie diese hier zum Beispiel, ja, oder aus denen Sie kommen, die genau das machen, die Zusammenhänge zwischen Alpha-Männlichkeit, Antifeminismus, Misogynie und Sexismus und aber auch zwischen rechten Ideologien von Ungleichheit, ja, die das herausstellen, wie das eigentlich zusammenhängt. Das ist total wichtig und wie stark unsere Demokratie dadurch in Gefahr ist. Denn eine Demokratie lebt von Vielfalt. Und wir brauchen auch ganz dringend ein Schulfach Medienkompetenz. Das ist was Erwachsene schon nicht können. Aber wie sollen Kinder das denn lernen, wenn sie das einfach nie in der Schule haben? So, und da ja, könnte sich mal ein bisschen was erneuern und etwas zukunftsgewandter vielleicht denken. Okay, und jetzt dann bin ich jetzt durch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse pressestelle@ev-akademie-boll.de oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.
abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.